Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Neueste Folge Assassin's Creed Valhalla. Die erste Folge war schon sehr geil. Ich glaube, dieses Assassin's Creed gefällt mir besser als Odyssey. Das ganze Setting gefällt mir auch besser im Norden als eher im Süden. Ja, wir setzen fort. Wir haben heute den 11.01.15 Uhr. Oh, das ging aber schnell, die Ladezeit. So. Genau, hier hatten wir aufgehört. Familienangelegenheiten. Teil von Schlacht um die Norwege. Kapitel 2. Eivor kehrt heim, um sich dem Zorn ihres Ziehvaters zu stellen. Zuspruch einer Seherin. Von lebhaften Visionen geplagt, sucht Eivor Rat bei der örtlichen Seherin, begibt sie zur Valkas-Hütte. So. Ach ja, wir haben natürlich neue Waffen. Fähigkeitenpunkt haben wir auch. Angriff 54. Zweihand. Oh. Ja, können wir mal machen. Mit dem Schild, ja gut, gegen Bogenschützen hat man keine Chance. Da kann man sich, man kann vielleicht blocken damit. Betäubung wird durch schwere Treffer erhöht, maximal 10-mal. Aber wir wollen mal eine richtig große Axt haben. Vor allem die Wikinger, das ist auch generell ziemlich brutal. Die waren auch sehr brutal, die Wikinger. Gut, das haben wir. Dann geht es jetzt in die Fertigkeiten. Und das sieht auch ziemlich krass aus. Knotentypen. Wenn du Fähigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werte Knoten verbessern die Grundwerte. Grundfertigkeiten schalten Kampfaktionen frei. Gesamtstärke. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Alter, das ist eine ganze Menge, ne? Richtiges Universum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lass dich vom Schicksal leiten. Alle nicht verbrauchten Fähigkeitspunkte werden automatisch verteilt. Alles kann jederzeit neu verteilt werden. Nö. Kann man hier auch zoomen? Ja. Das. Nahkampf. Plus 2,3 Nahkampfschaden. Widerstand. Plus 7 Widerstand. So, was ist hier unten? Schleichen. Nee. Das mache ich nicht so gerne. Fernkampf. Dann geht es nachher hier unten noch in größere, ne? Meuchelmord, ja. Aber hier wäre Sprintangriff. Und hier wäre Stampfen. Drücke rechten Trottel runter, wenn ein Gegner zu Boden fällt, um auf sein Gesicht zu treten. Auf sein Gesicht zu treten. Ich glaube, das gefällt mir schon mal sehr gut.
Schön brutal. So, dann haben wir schon mal mehr Nahkampfschaden. Ach, wir haben 3 Punkte. Stärke erhöht sich. Hier würde sich was anderes erhöhen, zeigt er das schon an. Was geht denn hier weiter? Schleichen. Weg des Raben verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Raben passen, einen Bonus. Wenn wir hier sind, geht es ja nicht weiter. Kommen wir nachher hier hin. Nahkampf erhöht sich hier auch nochmal. Wir haben natürlich einen sehr leichten Schwierigkeitsgrad, also Fernkampf. Gesundheit plus 5,2. Gesundheit ist auch wichtig. Fähigkeitenschaden. Betäubung. Schwerer Schaden. Hier erhöht sich aber auch die Gesundheit. Aber wir wollen, wir haben noch 2 Punkte, dann gehen wir einmal in Fernkampf. Ach, die Stärke erhöht sich immer. Ich dachte, es ist hier was anderes. Und dann gehen wir hier auch nochmal. So. Gut. Das soll es gewesen sein. Wir haben gestern, das kann ich euch sehr empfehlen, die letzte Folge, die ist noch lange nicht hochgeladen. Ich spiele so viel, dass ich dann gar nicht hinterherkomme mit dem Hochladen. Forza Horizon 5. Und da mache ich immer Wheel Spins. Und normale Wheel Spins. Und da haben wir ein Auto gewonnen, legendär, für 3 Millionen. Welches das ist, sage ich euch nicht. Da müsst ihr euch die Folge nachher reinziehen. Aber die ist jetzt noch nicht hochgeladen. Ich habe zu viele Folgen zum Hochladen. Gut. Ich habe nämlich nur ein Upload von 50.000. Jetzt über Vodafone. Aber ein Download von 1 Gigabit. So. Wir müssen in die Richtung. Wie weit ist das weg? Ach, da müssen wir lang. Okay. Deine Ära wächst schnell. Schnell, aber nicht besonders stark. Sie ist wie ein kleines Karnickel. Klein und schnell besiegt groß und langsam. Bald kann ich sie auf Raubzüge mitnehmen. Oh, würdest du bitte? Dann hätte ich mal Ruhe. Reittier rufen. Aha. Das ist ja gut, dass man das jetzt schon gleich machen kann. So, Karte. Hier gibt es natürlich nachher auch Schnellreise. Das ist die Frage, wie wir da oben hinkommen, ne? Einmal außenrum, ich weiß es nicht. Denk mal hier lang, ne? Krass. Ja, und wir haben 90 Bilder konstant. 1440p. In 1440p extreme Einstellung. Also die 6800 XT ist eine richtig geile Grafikkarte. Ich glaube, die wird noch nicht mal richtig warm. Bilder kann man Fernseher darstellen. Der macht 100 Hertz. Und 100 Hertz bedeutet auch Saarland Ausblick. Sollen wir hier mal rein? Ich weiß es nicht, eigentlich nicht, ne? Wir haben hier keine Quest.
müsste hier richtig sein. Upsala. Ja, der Prozessor, wie gesagt, ist der 5600X, der 6-Kerner. Aber mit dem 8-Kerner kriegt der nicht mehr FPS. Ich habe mit 2 Wochen lang informiert, fast jeden Tag, stundenlang. Auch mit dem 16-Kerner oder so, bringt nicht mehr FPS. Also kauft lieber eine stärkere Grafikkarte von AMD. Die 6800 XT ist die zweitschnellste. Die 6900 ist die schnellste, die macht aber höchstens 10 Bilder mehr und kostet dafür aber auch viel zu viel. Also die 6800 ist ein guter Kompromiss. Und sie hat auch 16 GB RAM. Ja, und der Prozessor, da braucht ihr, kannst auch einen 8-Kerner nehmen. Wie gesagt, aber mehr braucht man nicht. Gehen wir mal. Ja, eigentlich, wie weit ist das denn noch? Ach, wir sind schon da. Ja gut, das Pferd kann man rufen. Dann wollen wir mal absteigen. Das mal testen. Ach nee, das war er. Ja, Plötze. Von Witcher. Dann kriegt man immer ein Pferd, das ist ja geil. Jetzt haben wir schon 2. So. Da ist ein Schatz. 600 Meter. Rein. Ich höre sie schon. So, frontal rein hier, ne? Hier. Die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala? Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat. In einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein. Oder ein Wahn, wegen der Kälte. Aber beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du da? Sag es sonst niemanden. Hast du das schon einmal getan? Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hugar zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen.
und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Geil. Würde ich auch gern trinken. Wenn du dich verstehen willst. Das würde ich auch gern trinken jetzt so. Bitter, ne? Ayahuasca? Im Norden wohl eher nicht, ne? Was in Südamerika? Hier sind wir wohl gerade im Traum. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Mal kurz. Nee, wir müssen hier die Tür raus. Man hört da draußen schon den eisigen Wind. Sigurd? Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Was geschieht hier? Sigurd? Bruder! Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Sigurd! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Ich bin es, Valka. Ich bin hier. Götter, ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Mhm. Moment. Hat ja gerade einen schönen Schluck. Original Coca-Cola. Gab es ein Angebot bei Edeka. Odin und die Nornin waren dort. Der Ruf des Wolfs erklang. Odins Halle öffnete sich mir. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte ihr deinen Ehrgeiz darstellen. Oder deine Angst.
Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Ich sah die Tore zu Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Walhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor, schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Walhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Zwei Fähigkeitspunkte. Die werden wir uns noch schnappen. Hier gibt es schon mehr Gesundheit. Den haben wir schon. Fähigkeitenschaden. Fernkampfwiderstand ist sehr gut, weil wir haben gegen Kamm kein Schild für die Pfeile. Wir machen ja Zweihand erstmal. Ja. Achso, erstmal müssen wir den haben, wa? Okay. Gut. Das ist gespeichert, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, kurze Folgen sind gut für euch, das ist nicht so lang, über Vorlaut oder so. Und sie sind schneller hochgeladen. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr wahrscheinlich auch. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge. Das wird mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Neue Zuschauer, schaut euch mal meinen Kanal an. Ich mache das jetzt circa 4 Jahre. Und habe 1500 Videos hochgeladen, so um den Dreh. Ja, und wenn ihr die nicht verpassen wollt oder mal reinschauen wollt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Mein größtes Ziel ist erstmal 1000 Abonnenten. Wie gesagt, deswegen erwähne ich das jetzt auch hin und wieder mal. Genau. Die Gründe dafür muss ich nicht beim jedem Video sagen, es hat Gründe. Und ja, sollen nämlich 50% der Einnahmen, Werbeeinnahmen für soziale Zwecke gespendet werden. Gut, meine lieben Freunde, es kommt jetzt nämlich noch ein neues Spiel von Ubisoft. Wir haben ja gerade die Flatrate für 15 Euro im Monat und die wollen wir jetzt auch auskosten. Und deswegen bleibt Fallout 76 erstmal ein bisschen auf der Strecke. Mal eine Folge oder so schon, aber nicht 3-4 Stück am Tag. Alles klar. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.